Hallo. Alles neu machte Mai oder der November. An der Transalp gab es so einiges zu tun. Neu ist der Jogzug. Ich kann endlich mal wieder den Kaltstart benutzen, was jetzt hier im kommenden Winter ganz hervorragend sein wird. Ich habe einen neuen Kettensatz drauf und neue Reifen. Und die Heidenau K60 Scout, auf die bin ich jetzt sehr gespannt. Ich bin den hier noch nicht gefahren. Und jetzt lege ich mal los. Die einen sagen, wow, das ist ungewohnt, da muss man sich erst dran gewöhnen, rund 500 oder 1000 Kilometer. Und dann, wenn man sich dran gewöhnt hat, dann wird das besser. Schauen wir einfach mal, wie es ist. Ich fahre jetzt einfach los hier in Nürnberg, fahre mal eine kleine Tour und dann schauen wir mal, wie es ist. Erster Funktionstest auf der Transalp. Und was soll ich sagen? Das Hauptlicht ist ausgefallen. Das Standlicht geht noch, Abblendlicht nicht mehr. Tja, so geht es halt. Muss ich also demnächst ersetzen. Was fiel noch auf? Die eingestellten Ventile, die spürt man natürlich mit den 19 Kerzen. Der Motor läuft etwas feiner. Das Abrollen hinten mit der neuen Kette, neuen Kettenrad und so weiter, läuft auch besser, sehr schön. Aber was ist mit den Reifen? Verblüffend. Mir kommt das auf den ersten Funktionstest etwas höher vor, die Fuhre, kein Wunder. Der vordere K60 Scout aus Heidenau in Sachsen hat 11 mm und der hintere gar 13 mm Profiltiefe. Das ist natürlich locker das Doppelte von sonstigen Straßenreifen. Kann also sein. Das ist subjektiv. Ich habe das nicht gemessen. Das Zweite, was mir auffällt, ist, ich finde den handlicher im Vorderrad, das bewegt sich angenehmer, das geht schön in die Kurven rein, als der alte Metzeler Tourance. Und über Längsrillen ist die Fuhre auch stabiler. Kann sein, das sind die neuen Reifen, neuer Reifentyp, ganz neu gegen alter, anderer Reifentyp, aber abgefahren, kann sein, dass das der Hauptunterschied ist. Was mir auch auffällt, ist, die Front ist ein bisschen indifferenter, wenn ich ein bisschen flotter fahre. Das habe ich jetzt aber noch nicht richtig getrieben. Erstens ist es November und ziemlich rutschig heute. Zweitens ist es eisig kalt, feucht überall und es wird dunkel, es gibt viel Berufsverkehr. Also für den ersten Test ist es ganz okay. Ich finde die Reifen recht gut, macht Spaß. Die sind nicht ungewöhnlicher zu fahren als andere Reifen auch. Von daher, das ist schon mal gut. Ah, die Lautstärke, wo alle berichten, ah, die sind so unheimlich laut. Nee, finde ich völlig, der senkt überhaupt nichts. Die laufen ein bisschen holpriger und so, aber das ist überhaupt nicht wild. Also von wegen, du bräuchtest Ohrenstopfen, so laut sein die. Nee, bei mir nicht. Ich bin mit denen ganz happy und für den ersten Test sehr zufrieden. Und jetzt werde ich die mal richtig ausprobieren demnächst und vor allem Offroad. Bin ich sehr gespannt. Ich komme ja vom Asphalt. Ich bin eher Straßenreifen gewohnt. Ich bin jetzt lange die Tourance gefahren, das ja quasi 100% Straßenreifen ist. Den bin ich auch sehr offroadig gefahren und jetzt habe ich festgestellt, naja, jetzt brauche ich etwas griffigeres Offroad und die Heidenau, die 60% Straße, 40% Offroad oder 50-50 sind, irgendwas in der Ecke. Schauen wir mal, wie die funktionieren und was ich dabei noch dazulernen kann. Also bleibt dran. Wenn euch das Video gefallen hat vom ersten Eindruck, Daumen hoch, abonnieren, dann verpasst ihr auch nichts mehr. Bis bald.